It's Showtime. Der Job macht mir zurzeit Spaß, weil die analytischen Herausforderungen sind enorm. Viele professionelle Trader, die ich kenne, vor allem diejenigen, die nicht das Leerverkaufen verstehen und nicht auf fallende Kurse setzen, haben es einfach aufgegeben, aus dieser Mischlandschaft ein klares Bild zu schaffen. Und die heutige Thematik, Rezession, leicht oder knallhart oder überhaupt nicht, wie es die Zentralbanken Genies lange voraussagten. Und wir fangen an mit der ersten Grafik. Der Kommentar ist ziemlich lustig. Er kommt von dem ehemaligen Budget Director und Kongressabgeordneten David Stockman. Contra Corner ist die Quelle. Ein absolut begnadeter Politiker und Finanzanalyst und einer der Mitbegründer von BlackRock. Also ernst zu nehmen, er sagt hier, what soft landing? Was für eine leichte, weiche Landung soll es hier geben? Die amerikanischen Hypothekenanträge sind auf einem 23-Jahres-Tiefstand. Und dann schauen wir uns einen weiteren Kollegen an, den ich recht gut kenne, den Jim Rogers. Da darf man sich mal den Agrarwirtschaftsfonds anschauen. Ich hatte das in meinen Büchern echt glasklar dargestellt. Agrar, Agrar, Agrar. Und auch in unserem Börsenbrief oder in unserem Model-Portfolio war das eine ganz bedeutende Position. Die haben wir vor kurzem abgestoßen. Ist klar, der Index ist von unter 5 auf knapp 11 gestiegen und hat jetzt gerade mal richtig schön federn gelassen. Ja, 20-30% Verlust. Deswegen, die Nahrungsmittelpreise fallen, kann ja bedeuten, dass wir vielleicht wirklich in einer Rezession sind. Dann schauen wir doch mal auf die Industriemetalle. Was ist da passiert in einem Jahr? Tja, verdammt viel. Der Industriemetall-ETF, der ist gestiegen von sage und schreibe 7,8 auf über 20 liegt aktuell, und das ist ein Euro-Buddies, das heißt, der Warfall in Dollar ist noch stärker, ist jetzt mindestens um ein Drittel gefallen, wenn nicht um 40%. Rohstoffe insgesamt in der nächsten Grafik, das ist Nahrungsmittel, Rohstoffe und so weiter, auch wahrscheinlich bei Edelmetalle, wieder mal Jim Rogers, und da lag man 50% vorne, und wenn man die Gewinne nicht mitgenommen hat, dann hat man sie jetzt halbiert im letzten Jahr. Es ist ganz wichtig, das ist ein Hinweis, wenn ich bei 50% vorne liege, dann mache ich vielleicht einen Stop-Order bei 35%, 40% oder 45%, das, wenn so ein Index wieder einbricht und ich gebe doch nicht meine Gewinne wieder ab, dann gebe ich etwas ab, aber nicht den ganzen fetten Kuchen, liebe YouTube-Freunde. Okay, was ist noch los im Rezessionsthema nach den Edelmetallen, den Rohstoffen, Nahrungsmitteln? Ja, die globale Zinserhöhung. Wenn überall die Zinsen erhöht wird, steigert sich dadurch das Risiko einer Rezession. Hier seht ihr alle in den roten Ländern, dass man mindestens die Zinsen über 0,5% erhöht hat. Das fehlt natürlich gänzlich in der EU. Das ist wirklich Katastrophen-Missmanagement, nicht Management. So, Chaos-Theorie wird Realität. Rezessive Tendenzen und chaotische Zustände. Tja, die Lebensmittelkrise, wir haben hier jetzt nicht Südamerika und Zentralamerika abgebildet. Die Quelle ist Statista, The Pioneer übrigens. Und da sieht man, dass in einigen Regionen, die dicht bevölkert sind, in Zentralafrika zum Beispiel, schon ein sehr hohes Risiko mit einer verschlechternden Tendenz. Und natürlich auch bei den orangenfarbenen Ländern, dass man hier ein erhöhtes Risiko verschlechternde Tendenz sieht. Stabile Tendenzen gibt es auch, aber keine entlastenden Tendenzen. Bisher, auch wenn die Preise im Nahrungsmittelmarkt fallen. Ernst. Und wenn ich über chaotische Verhältnisse spreche und mir mit Forex-Tradern, Forex-Analysten gesprochen hätte, denen mal gesagt hätte, in den letzten 30, 40 Jahren, dass innerhalb von 6-7 Monaten die Nummer 2 Währung der Welt, also vom Handelsvolumen, und die Nummer 3 Währung der Welt, der Yen, also Euro Nummer 2, Yen Nummer 3, es ist nicht der Renminbi, im Renminbi findet gar nicht so viel Handel statt, dass die sage und schreibe deutlich über 20% gegen die Leitwährung verlieren würden. Ich würde sagen, wir sind doch nicht in einer Bananenrepublik, wir sind doch nicht in einer chaotischen Weltordnung. Sowas passiert in Caracas in Venezuela, vielleicht mit der Lira in der Türkei, vielleicht mit dem kolumbianischen Peso, vielleicht mit dem brasilianischen Real, doch nicht mit Nummer 2 und 3 der Weltwährungen. Hallo, Chaos, Chaos bildet sich immer mehr ab. Und die Gewinnerwartungen, die haben ja auch einen Einfluss auf die Kurse, ja?
Und mittlerweile bröckelt ja dieser Markt ab. Wir hatten starken Verfall, wir hatten immer wieder leichte Erholungen. Wir haben ein neues Tief an verschiedenen wichtigen großen Börsen. Und was passiert denn seit dem zweiten Quartal 2020 in der nächsten Grafik? Das ist zu erkennen, immer mehr Firmen enttäuschen. Der S&P 500 Index ist hier die Basis. Und hier geht es um negative Quartalsanweisungen seitens der Firma an die Analysten. Es läuft nicht so rund. Tja, mittlerweile sind es 71 Firmen von 500. Das wird sich weiter fortsetzen, ist meine Erwartung. Es ist ja ein ganz klares Zeichen. Wie will man denn das verdauen? Ich kann nicht alle Inputpreise, Inflationstendenzen unbedingt an meine Kunden weitergeben. Wenn in der amerikanischen Wirtschaft, gerade im Dow Jones und im S&P 500 Index, da kommen 30% der Erträge nicht aus Amerika. Tja, was passiert denn, wenn der Dollar 10, 15, 20, 30 und mehr Prozent zulegt gegen andere Währungen? Dann sind die Erträge, die aus dem Ausland bei den amerikanischen Firmen ankommen, in Dollar gerechnet weniger. Ergo, es ist keine schwarze Magie. Und jetzt eine Thematik, die ich in YouTube schon oft angesprochen wird. Ach, wir sind doch beim KGV, Kursgewinnverhältnis von 17 historisch. Das ist doch nicht schlimm, das ist so ein Mittelwert, da kann mich einsteigen. Das höre ich von sämtlichen deutschen Influencern, sagt, jetzt kaufe ich dazu. Das haben die aber auch schon vor 2-3 Monaten gesagt. Bisschen früh, ja, wahrscheinlich, weil sie das Blut aus den Adern fließt und es ist kein Gold, was daraus fließt. Es ist einfach Blutverluste. Und hier sieht man natürlich das Kursumsatzverhältnis. Das S&P 500 seit 32 Jahren. Das KGV wird ja als 19,8 ausgewiesen. Angeblich ist es jetzt um die 16, 17. Da kann man ja sagen, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt einzusteigen. Falsch, wohl möglich. Deswegen hat Herr Professor Schiller den Nobelpreis bekommen, weil er ein Kurs-Gewinn-Verhältnis entwickelt hat in der Bewertung von Märkten, das zyklenadjustiert ist. Das ist die nächste Grafik, darf man sich mal anschauen. Und wenn man Zyklen damit meint, Rezession, Expansion, Kontraktion, Stagflation, was immer, auch in so Zeitfensterphasen, 7 oder 10 Jahre teilweise oder rückläufig, und da sind wir eigentlich noch super teuer. Also da würde ich jetzt nicht sagen, es ist ein guter Einstieg. Und das adjustierte KGV-Verhältnis ist viel wertvoller aus meiner Sicht, ist eine Meinung, als das banale publizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Jetzt auf dem Kurs-Buchwert-Verhältnis, man darf auch dort, das ist der innere Wert vielleicht oder der Substanzwert eines Unternehmens, grob fahrlässig ausgedrückt. Da sieht man eine historische Bandbreite zwischen 4 und unter 2. Geht aber nicht länger zurück, so lange zurück, es war auch schon mal bei 1. Aber wir haben natürlich viele Tech-Werte. Tech-Werte machen in dem großen S&P 500 Index vielleicht 25% der Gewichtung aus. Die haben nicht so viel Substanz. Die haben Produkte, Software und so weiter. Da sind ja keine Stahlmühlen drin und Autoproduktionsstätten im Wesentlichen, das ist Tech. Gut, da ist der Kursbuchwert nicht so aussagefähig, aber trotzdem richtig gut, okay, Fallhöhe. So, leicht verständlich zusammengefasst von David Stockman. Er sagt, eine US-Rezession, Inflation würde die Gewinne runterziehen. Okay, ist nicht unbedingt Relativitätstheorie 2, aber das haben die Makler noch gar nicht eingebaut. Das werden wir uns gleich anschauen. In ihre Erwartungshaltung, da stelle ich mir die Frage, was rauchen die? Kann das noch bedeuten, dass Aktien weiterfallen? Okay, wollen wir beantworten in diesem Video natürlich. Und wer Geduld hat, wer gut rechnet, wer objektiv ist und nicht wie ein Lamm agiert oder wie ein Lemming, der wird wahrscheinlich ganz gute Einstiegspunkte finden. Schauen wir uns doch mal die Gewinnmargen an. Die Gewinnmargen, das ist die Profitmarge eines Unternehmens. Hier wird das extrapoliert auf diese 500 Aktien im Standard & Poor's Aktienindex. Da sieht man schon, dass die ausgewiesenen Gewinne im ersten Quartal wackelig werden. Und man sieht auch, dass man am absoluten historischen Höchststand ist, um die 12, 13, 14% Gewinnmarge. Das ist ja phänomenal.
Und da wäre der Mittelwert eher 5-7% Gewinnmarge. Ist da auch eine Fallhöhe drin? Ich meine, jeder weiß mittlerweile, dass die Konsumentenausgaben aktuell ca. 70% der Wirtschaftsleistung ausmachen. Aber der Mittelwert ist eher 65%, der Tiefwert ist ungefähr 60-61%. Auch da darf man überlegen, habt ihr alle mehr Geld zum Ausgeben oder was passiert erst im Herbst, wenn unsere Gasrechnungen ansteigen? Was passiert vielleicht im Herbst, wenn wir mal so ein richtig schönes fettes Grippejahr bekommen wie 2018? Was passiert vielleicht noch im Sommer, wenn Putin sagt, ach, unsere Leitungen sind defekt, wir müssen die abstellen? Erdgas, Öl. Und auch Kasachstan kann nichts liefern. Und vielleicht findet es Putin und Russland nicht so sexy, dass die Ukraine Nuklearenergie nach Europa schickt. Also das sind so Szenarien, die würden auch den Gewinnen nicht wesentlich helfen, würde ich vermuten. Jetzt schauen wir uns das wirklich Abenteuerliche an. Aus meiner Sicht, wie gesagt, die Analystenschätzungen für die Gewinne, der Gewinnmarge im Jahr 2023, im laufenden Jahr und im folgenden Jahr. Die Delle, die ihr gesehen habt, das ist natürlich die Corona-Krise, ist diese Gewinnmarge mal so richtig schön ganz schnell von fast 13% auf 10% gefallen. Und jetzt geht man davon aus, dass alles heikler Sonnenschein ist, dass man da sich oben hält. Okay, könnte sein. Aber dann schauen wir uns doch mal an, was die am Ende des letzten Jahres gesagt haben. So ein bisschen wie die Zentralbanker-Genies, die gesagt haben, oh, Inflation ist gar kein Thema, wir können Geld drucken, wie wir wollen. Das ist die neue monetäre Theorie, moderne monetäre Theorie. Und wir haben ganz neue Sachen entwickelt. Dann hatten wir auf einmal Inflation. Wir hatten Sachen, die diese Inflation noch angefeuert haben. Also letztes Jahr haben sie gesagt, der S&P 500 Anfang des Jahres, Ende des Jahres, der geht auf 5.000. Was macht der? Geht auf 3.800. Es ist eine krasse Fehleinschätzung. Und die zweite Statistik war, was passiert mit der Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen? Da war ja knapp über 2%. Freunde, das Ding war bei 3,4%, ist jetzt um die 3%. Deswegen frage ich mich, was rauchen die? Oder leiden sie unter einer numerischen kognitiven Verzerrung, einer leicht defizitären Wahrheitsverarbeitung oder einem Realitätsverlust? Auf jeden Fall ist es ziemlich egal, weil die Prognosen waren grottenschlecht, ähnlich wie die der Zentralbanker. Die sollten mehr miteinander abhängen und die sind wirklich phänomenale Konträrindikatoren. Das ist aber kein Kompliment. Wenn ich ein Konträrindikator bin, die hatte ich auch in meinen Investmentfirmen. Ich hatte Leute eingestellt, die immer falsch lagen. Die waren Gold wert, weil du musstest nur das Gegenteil machen. Ja, also der einem ab und zu mal was richtig macht und falsch macht, ist weniger wert als der Konträrindikator. Der super verlässliche Konträrindikator. Und ganz toll sind die Leute, sehr oft richtig liegen. Was könnte jetzt Sinn ergeben in diesem wirklich schweren Umfeld mit einer steigenden Rezessionswahrscheinlichkeit, die wahrscheinlich das Zeugs hat, echt fies zu werden? Tja, wir wissen das schon aus den vorigen Videos. In der Stagflation gibt es nur 15% Gewinner. Bei der Rezession ist es auch ungefähr ähnlich in den Anlageklassen und in den Anklassen weniger, aber im Kurszettel der 200 Branchen, die man investieren kann, der 20.000 Aktien, die man leicht investieren kann weltweit. Erstes Kriterium ist Qualität. Alleroberstes Kriterium ist Qualität. Ich brauche starke, stabile Gewinnmargen, damit meine Gewinne nicht fallen und somit meine Aktienkurse. Ich brauche Preismacht in den Firmen, die ich investiere. Und ich brauche super Bilanzen. Weil wenn die sich refinanzieren bei steigenden Zinsen oder höhere Unsicherheit, dann müssen die mehr Kohle für ihre Zinsen ausgeben, dann schmälert das auch den Gewinn. Ich präferiere stabile, nicht zyklische Unternehmen, die Dividenden auszahlen mit einer guten Bilanz, attraktive Dividenden und vielleicht auch mal ein paar Aktien zurückkaufen, wenn die super günstig werden natürlich. Defensiv und antizyklische Werte sind spannend
Und wohlgemerkt, vielleicht auch ein paar sehr gute Anleihen. Das ist nicht leicht. Eine polnische Anleihe bringt 8%. Leider ist die Inflation aktuell bei 14%. Die US-Anleihen bringen 3% im Staatsbereich, grob mittelfristig. Aber die Inflation ist auch so um die 7-8%, tendenziell fallend, könnten trotzdem steigen. Aber es gibt natürlich auch tolle Werte im Tabakbereich, im Pharmabereich mit Renditen um 4-5%. Sehr stabil, finde ich ziemlich sexy. Das ist alles in unserem Börsenbrief drin und das ist auch das Thema diesen Monat Rezession. Wie kann ich davon profitieren? Welche Fehler muss ich jetzt dringend vermeiden, sonst kriege ich ein Blutbad? Wie viel ihr bluten könnt, werde ich gleich ansprechen. Interessant könnte auch sein, das sogenannte Bottom-Fishing, Bottom-Trawling, die Dinger, die es schon zerscheppert hat, wo alle raus sind, die aber sehr vielversprechend sind, immerhin auch noch super Qualität haben. Das war im Nasdaq-China-Index schon zu erkennen. Nahrungsmittel sehen etwas fragil aus bei diesen Kursen, aber da überlege ich mir auch, bei welchen Kursen Kaffee, Zucker, Schweinebäuche, Orangensaft wieder interessant wird, weil in einem chaotischen Umfeld bleibt die Nachfrage nach gewissen Nahrungsmitteln, das kann ja auch Reis sein, ja, das kann auch Uran sein, das ist eher ein Metall, die bleibt relativ konstant und mit 150 neuen Nuklearkraftwerken darf man auch mal schauen, vielleicht wird Uran wieder sexy. Warehousing, wenn Leute umziehen, Chaos entsteht, dann müssen die ihre Möbel irgendwo lagern, gefällt mir ganz gut. Discounter wäre, ich laufe doch nicht mehr zum Edeka, wenn ich keine Kohle habe, dann ist ja noch Lidl zu teuer. Die sind leider nicht an der Börse, aber das ist auch so ein Bereich. Also es gibt viel dazu zu sagen, aber die Dramatik ist, ich hatte mit Professor Otter ein wirklich gutes Gespräch am Deutschen Investmentkongress. Wir kennen uns sehr lange. Professor Otter meint, er findet aus diese 15% der Werte, die gut laufen werden in einer Stagflation, in einer Inflation, in einer Rezession, in einer Staatsflation, in einer Depression und so weiter. Ich finde das unvorstellbar schwer. Ich habe eine gewisse investive Demut. Ich konzentriere mich doch lieber auf die 85%. Ich habe doch viel mehr Spaß, die zu finden, die das nicht bestehen werden. Gut. Dieser Mix aus diesen wenigen Gewinnern, da werden die Kurse stabil sein oder vielleicht sogar steigen oder nach unten gehen, das ist der Schrott. Es wäre kein lebender Kanal, wenn ich nicht ab und zu mal ein bisschen ironisch auch mathematische Beispiele bringe. Also ihr wollt Fußbälle sammeln, ja, von verschiedenen Vereinen. Ihr habt zwei Schwimmbäder, 10x5 Quadratmeter. In einem Schwimmbad sind 15 Bälle drin und da konkurrieren 10 Leute, um diese 15 Bälle aus dem Schwimmbad rauszuholen, zu vereinnahmen. In dem anderen sind die Long-Positionen, 15 von 100 werden attraktive Fußbälle sein. Im anderen Schwimmbecken sind 85, dann korrigieren aber ganz wenige, so 3, 4, 5 Leute. Hier habe ich eine 15%ige Chance, einen Fußball zu bekommen, aber es gibt 10 Konkurrenten. Hier habe ich 85 Fußbälle drin und es gibt ganz wenige Konkurrenten. In welchem Schwimmbad steige ich ein und hole mir Fußbälle? Also wenn ich blitzschnell bin, der Athletischste, der Intelligenteste, genieverdächtig, dann werde ich mir zumuten, in das Schwimmbad zu gehen mit den 15 Fußbällen und den vielen Konkurrenten. Das ist eine krasse Herausforderung. Ich habe lieber Rückenwind. Ich konkurriere lieber mit ganz wenigen und mit viel Ware, die ich mir hole. Also, viel Spaß bei der Identifikation von den Unternehmen, die es wahrscheinlich in 5 bis 7 Jahren gar nicht mehr geben wird, weil sie diese chaotischen, krisendeterministischen Gemengelage, dass die nicht gänzlich bestehen können, ja, weil verschuldet, weil nicht systemrelevant, weil sie überflüssig sind, weil sie Zombies sind und so weiter. Also Geduld ist natürlich gefragt. Geduld ist ein wichtiges Wort beim Investieren. Auch mal ein bisschen Geduld haben, eine Watchliste anzulegen. Hier würde ich doch auch vielleicht mal einen super gut bilanzierten Zykliker kaufen. Hier ist der Tech-Wert X, Y, Z interessant, wirklich sehr interessant historisch und nach vorne ausgerichtet. Da ist sehr, sehr, sehr viel Schlechtes schon abgebildet. Da habe ich ein gutes Chancen-Risiko-Verhältnis. Wie gesagt, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Wenn ich akkumuliere, dann differenziert, intelligent und in Spitzenqualität agieren.
Für mich ist das persönlich ein Traumszenario, weil diese Phalanx, diese Differenz zwischen diesen wenigen Gewinnern, die sind nicht leicht zu finden, aber man findet einige, und die sind sehr vielen Verlierern. Nehmen wir einfach ein Beispiel. Man wäre jetzt, wir sind jetzt längere Zeit im Gold Long, da gibt es auch, oder in Edelmetallen 7% in Euro Verlust. Und wir sind Short gewesen, Immobilien, Aktien, Automobilzulieferer, die Commerzbank, alles Mögliche. Die sind vielleicht um 30% gefallen. Und in Euro ist das andere 7%. Die 23% ist doch sexy, sind doch sexy, weil wie der Markt kollabiert ist, sind die alle nicht gefallen. Und dann hat sich der Spreu vom Weizen getrennt. Die Qualität ist echt eingebrochen. Und der Schrott ist echt eingebrochen, denn die Qualität hat sich recht gut gehalten. Aus dieser Marge kann man fantastisch leben und nachts gut schlafen. Natürlich sehe ich das als die größte Herausforderung überhaupt, KI, künstliche Intelligenzmodelle zu entwickeln. Da sitzen wir jetzt so tief dran, das werden wir unseren Börsenbriefabonnenten zum Teil zukommen lassen. Wir haben ein Investmentprojekt im kommenden Jahr. Und da werden wir natürlich kalibrieren, welche Werte in der Inflation, Stagflation und alles plus Schuldenkrise, die dürfen wir nicht vergessen, die Schuldenkrise von Rubini, der Staatsflation, mehr Staat und immer teurere Ideologien, Rezession, Depression, Censorship, Zensur, Chaos und Systemreset. Was läuft wann? Wann muss ich investiert sein? Kann ich Bärenrallys machen? Was ist das, dieser neue dynamische Investmentprozess im neuen Investmentzeitalter? Das sind die 12 Faktoren. Und das neue Investmentzeitalter ist eigentlich ein Pflichtprogramm. Geht doch bitte auf das Video, Sonntagsvideo. Ich glaube, es war vor 2 Wochen. Da spreche ich am Deutschen Investmentkongress. Das ist der Anfang und das Ende eines Umdenkens. Nur weil irgendwas super gut funktioniert hat zwischen 1981 und 2000, also 1982 exakt, und 2021, heißt es nicht, dass es sich nochmal 4 Jahrzehnte funktioniert. Es hat sich enorm viel gedreht. Ich kann gar nichts. Ja? Also ich empfehle euch tatsächlich in diesem Fall, euch mit den 12 Faktoren zu beschäftigen, die das neue Investmentzeitalter einlösen. Und natürlich wird alles bei uns mit alle Thesen mit Antithesen reflektiert. Ich freue mich auf die analytischen KI-Herausforderungen und das auch zu teilen. Wir werden nicht alles teilen. Es ist tatsächlich so, selbst so ein Beitrag erfordert enormen Research, enorm viel Data Mining, auch sehr viel Gedankengänge und Pro- und Kontra-Diskussion innerhalb der Gruppe. Besondere Links findet ihr nur noch, die hohen Wert haben, also für mich. In dem Fall, für dieses Video gab es auch wieder einen super Link, wie beim letzten von Nouriel Roubini. Auch ein erstklassiger Analyst, Makroanalyst. Also bitte florian-hom.com. Florian, großgeschrieben, minus Hom auch geschrieben.com. Ich möchte sehen, dass ihr es ernst meint. Es geht nicht darum, irgendwie euch zu berieseln. Es geht mir darum, Wissen zu transferieren, euch in eurer Eigenständigkeit bei der Entwicklung zu helfen, bei der wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Und wie ihr wisst, bin ich absolut überzeugt davon, dass wenn man das richtig, gewissenhaft, diszipliniert macht, es kaum verhindern kann, reich zu werden. In diesem Sinne, noch wichtiger, dass das im Herz im Einklang ist, euer Portemonnaie, verbleibe ich. Bis zum nächsten Mal. Es bleibt spannend. Abonniert den Kanal und helft gemeinnützigen Organisationen, die zunehmend überfordert sind mit den Werbeeinnahmen, die so entstehen. Alles Gute, euer Florian und Tschüssikowski.